Als ich mich nach Game Gear Spielen umgeschaut habe, bin ich immer wieder über dieses Spiel gestolpert. Es wird durchaus als Hidden Gem gehandelt. Das Cover sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. So düster und so anders als die fröhlichen Gameboy-Welten. Schauen wir uns das Spiel also mal an. Was taugt Devilish für den Game Gear heute noch? Entwickelt wurde das Spiel von Opera House und von Sage Creation 1991 veröffentlicht. Worum geht es? Ihr übernimmt die Steuerung über ein Pärchen. Diese sind ein Prinz und eine Prinzessin. Eines Tages jedoch taucht ein dunkler Dämon auf und verwandelt diese beiden in zwei Steinpaddel. Was auch sonst. Kurz nach diesem Angriff greift der Teufel mit seinen Dämonen die Erde an. Der Prinz und die Prinzessin nutzen jedoch ihre verwandelte Form, um mit Hilfe ihres blauen Bandes die höllischen Horn zu vertreiben. Man merkt, dass das Spiel aus einem anderen Jahrzehnt ist. Würde heute ein Spiel mit so einer Story erscheinen, würde man sich wohl wundern, welche Drogen die Programmierer eingenommen haben. Das Spiel ist im Kern eine Variante vom Arkanoid bzw. Breakout-Spielprinzip, allerdings leicht verändert. Ihr steuert sowohl Prinz als auch Prinzessin, also zwei Paddel. Wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr aus einem normalen Spiel oder Zeitherausforderung auswählen. Die Optionen sind eigentlich selbsterklärend. Erstes ist der normale Story-Modus und der zweite ist einfach ein Time-Trial-Modus, in dem ihr versucht, in den einzelnen Levels die möglichst beste Zeit zu erreichen. Das Spiel bietet euch insgesamt 8 unterschiedliche Level. Ziel ist es immer, in einem bestimmten Zeitlimit die blaue Kugel zum Ende zu boxieren. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, denn es lauern auch diverse Gegner, Hindernisse und sogar gelegentlich riesige Bosse auf euch. Diese geht es zu überwinden, was natürlich teilweise echt knifflig sein kann. Für Abwechslung ist also auf jeden Fall gesorgt. Das einzige, was es hier zu meckern gibt, ist, dass es nur 8 Level sind. Wenn ihr wisst, was ihr tut, habt ihr das Spiel nämlich in 20 Minuten durch, also hier wäre mehr drin gewesen. Im Gegensatz zu der normaleren Version von Arkanoid befinden sich die Blöcke nicht auf einem statischen Bildschirm, sondern ihr bewegt euch wie in einem Shoot'em-up durch die Level, wobei sogar teilweise die Richtung gewechselt wird. Das finde ich eine sehr schöne Auflockerung des sonst eher statischen Spielprinzips. Eines hat das Spiel aber mit Arkanoid gemeinsam: berührt die blaue Kugel den unteren Bildschirmrand, verliert ihr ein Leben. Hindernisse und Gegner beeinflussen zum Glück nur eure blaue Kugel. Will heißen, dass eure Paddel jederzeit frei beweglich sind. Das finde ich sehr gut, da teilweise echt viel auf dem Bildschirm los ist und man da nicht immer drauf achten kann. Die Steuerung geht bei dem Ganzen nach einer kurzen Eingewöhnungsphase recht gut von der Hand. Per Tastendruck könnt ihr aus verschiedenen Grundformationen auswählen und dann mit dem Steuerkreuz die beiden Paddel seitlich und den oberen auch nach unten und oben bewegen. Passend zu dem düsteren Cover und Namen des Spiels sind die Level allgemein auch sehr düster gestaltet und bieten eine sehr schöne, stimmige Atmosphäre. Auch die Schwierigkeit geht in Ordnung, da ihr die in 3 Stufen anpassen könnt. Von der Grafik her bin ich eigentlich sehr angetan, wenn man bedenkt, dass das Spiel auf einem Handheld der frühen 90er erschienen ist. Die allgemeine Gestaltung ist sehr stimmig und die Farben werden gut eingesetzt. Auch heute ist das Spiel immer noch gut spielbar. Der Sound bietet im Prinzip genau das, was er von ihm erwartet: arcadige Effekte und solide Musikuntermalung. Was taugt Devilish für den Game Gear also heute noch? Das Spiel wird seinen guten Ruf auf jeden Fall gerecht. Das Cover hat zwar nicht viel mit dem Spielprinzip zu tun, aber dieser nette Mix vom Altbekannten und Neuen ist einfach klasse. Auch die düstere Gestaltung ist in angenehmer Weise mal etwas anderes. Das Einzige, was etwas blöd ist, ist der eher geringe Umfang. Wer jedoch damit leben kann, sollte hier auf jeden Fall mal zugreifen. Das war der Test zu Devilish für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.